das 400-Seelendorf Kaltenborn in der Eifel, die Heimat von Lea Katharina. Sie studiert gerade in Koblenz, doch fast jedes Wochenende ist sie zu Hause bei ihrer Familie. Hier kann sie abschalten und Musik machen, ihre ganz große Leidenschaft. Mit 7 Jahren habe ich angefangen, Geigenunterricht zu nehmen. Und das hat eigentlich genau alles mit der Geige angefangen und gar nicht erst mit dem Singen. Und irgendwann kam es dann dazu, dass ich zusätzlich noch Klavierunterricht bekommen habe, weil ich schon früh den Wunsch hatte, Musik zu studieren. Und da ist es einfach ein Muss. Und meine Klavierlehrerin hat damals auch Gesangsunterricht gegeben. Und dann hat sie irgendwann mal aus Spaß gesagt, ja komm, wir singen mal was. Ich bin so froh. Ich habe vor 6, 7 Jahren mein erstes YouTube-Video hochgeladen. Das habe ich damals bei meinem alten Gesangslehrer aufgenommen. Klar hat man am Anfang Angst davor, wie werden die Leute reagieren? Gibt es vielleicht ganz viele böse Kommentare, was mich dann hinterher total runterzieht? Ich habe es aber dann doch gemacht und das Video hatte auch großen Erfolg, sage ich mal, dafür, dass es mein erstes Video war. Und das hat mich halt motiviert, immer weiterzumachen. Leas Herz schlägt vor allem für die deutsche Musik. Das, was sie kann, zeigt sie in ihren Videos, die sie zu Hause bei sich produziert und das mit durchschlagendem Erfolg. Sieh schon den Weg von mir mit meinen Spuren drauf. Lass einfach alles hier und lauf für kein Gewicht. Ich habe mich schon oft mit anderen YouTube-Künstlern zusammengetan und wir haben auch zusammen Duette aufgenommen, die auch auf meinem Kanal zu finden sind. Und das war halt immer ganz cool, weil quasi die Fans von dem anderen auf mich aufmerksam geworden sind, meine Abonnenten sind auf ihn aufmerksam geworden. Ich bin der Meinung, dass zurzeit in Deutschland deutschsprachige Musik einfach ganz oben steht und dass es auch das ist, was die Leute hören wollen. Und klar, ich habe auch auf meinem YouTube-Kanal Schlagersongs. Mein beliebtestes Werk auf YouTube ist Herzbeben von Helene Fischer mit über 300.000 Aufrufen. Herzbeben, vorwärts Herz, lass es beben, beben, Herzbeben. Lass uns durch die Decke heben, Herzbeben, lass uns leben, lass doch unsere Körper reden. Reiß dich los, ja wir haben uns gefunden, Herzbeben. Das Publikum im Internet ist gnadenlos, der Besuch einer Castingshow für sie keine Alternative. Ihre Bekanntheit im Internet hat der aufstrebenden Künstlerin schon einige Auftritte beschert. Ich hatte das Vergnügen letzten Sommer mit Flo Unger, der ist, ich glaube, 3. bei The Voice of Germany geworden, durfte ich als Vorband vor Silbermond spielen beim Harz Open Air und ja, da hatte man halt schon mal so einen ersten, konnte man schon mal Luft schnuppern von diesen ganzen Menschen, von dieser riesen Bühne und das war echt ein tolles Erlebnis. Neben der Musik bleibt nicht viel Zeit für andere Dinge. In einer ruhigen Minute dreht die 22-Jährige gerne mal eine Runde mit Hund Sammy. Ja, jetzt wo ich in Koblenz wohne, merke ich halt mal richtig, was es heißt, auf dem Dorf zu leben. Das hat halt positive und negative Auswirkungen. Aber so dieses morgens aufwachen, ohne dass die Autos an der Straße vorbeifahren, ist halt sehr schön. Und hier findet man halt auch die Ruhe und die ganzen Inspirationen, die man halt braucht, um die Cover zu machen oder vielleicht auch eigene Songs zu schreiben. Meistens, wenn ich nach Hause komme, drehe ich dann meine Videos hier, weil einfach alles hier bei mir zu Hause steht. Und es ist meistens einfach nur, ich komme nach Hause, drehe schnell mein Video und bin schon wieder auf dem Sprung irgendwo anders hin. Wenn die Erde sich zu langsam dreht, dann laufen wir so schnell es geht, dahin, wo die Straßen endlos sind und keiner unseren Namen kennt, weil ein kleiner Schritt. Also meistens kriegt man das ja immer in den sozialen Medien mit, auf Instagram oder Facebook, dass ein Künstler, gerade die deutschsprachigen Künstler, neue Songs rausbringen. Meistens zelebrieren sie das auch so, dass sie einen Countdown geben, in 5 Tagen kommt die neue Single. Und dann bin ich quasi schon so auf der Hut und weiß, okay, hier in 5 Tagen muss ich unbedingt reinhören. Und ich habe halt immer das Ziel, dass ich so die Erste bin, die das Cover online stellt. Meistens ist es halt dann das Problem, dass es die Noten noch nicht gibt, dass es keine Akkorde im Internet gibt. Dann setze ich mich hin, schreibe schnell die Noten dazu und dann nehme ich den Song auch schon direkt auf. Das junge Gesangstalent liebt Herausforderungen, ihr größter Wunsch, eine eigene Platte. Diesem Ziel ist sie in den vergangenen Jahren schon ein ganzes Stück näher gekommen.
Also im Moment stehe ich auch in Kontakt mit einem ziemlich bekannten Musikproduzent, dazu kann ich aber noch nicht so viel sagen, der auch deutschsprachige Musik macht und auch schon viele Erfolge hatte. Und ich wurde auch schon, glaube ich, von fast allen Musikcasting-Shows angeschrieben, ob ich nicht Lust habe, vorbeizukommen. Habe mich aber bewusst immer dagegen entschieden, weil ich einfach weiß, wenn man einmal in diesem Format steckt, dann kommt man da nicht mehr raus. Deutsche Musik oder Schlager sind heute zum Glück nichts mehr, wofür man sich als junger Mensch schämen müsste. Zu groß ist die Popularität dank Künstlern wie Helene Fischer. Ob Lea Katharina jemals solch großen Erfolg haben wird, steht in den Sternen. Ihre Leidenschaft zur Musik wird sie so schnell jedenfalls nicht verlieren. Ich will schweben, dir entgegen, Herz beben, lass uns leben. Komm und reiß dich los, ja, wir haben uns gefunden, unsere Seelen sind verbunden, Herzbeben.